Es gibt viele Diversity-Ansätze, die Vielfalt ermöglichen und fördern. Arbeitszeitenflexibilität, Kinderbetreuung oder Barrierefreiheit. Auch unsere Sprache, das, was wir sagen und wie wir es sagen, ist ein wichtiges Diversity-Instrument. Hier ein paar Tipps. Manchmal können wichtige Informationen, zum Beispiel aus einem Anschreiben, nicht weitergegeben werden. Denn Menschen, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind, verstehen sie vielleicht nicht. Überlegen Sie, wie Sie diese Sprachbarrieren überwinden können. Zum Beispiel durch mehrsprachige Texte. So können Sie die Teilhabe von Menschen verbessern und letztlich auch Ihre Arbeit vereinfachen. Gesetzestexte, Pressemitteilungen und auch der tagtägliche Schriftverkehr, wie Briefe oder E-Mails, können ganz schön kompliziert formuliert sein. Als Reaktion auf abstrakte Wortkonstellationen, Fremdwörter oder zu lange und umständlich konstruierte Sätze gibt es die leichte Sprache. Leichte Sprache, das ist also eine Ausdrucksweise, die besonders leicht verständlich sein soll. Sie macht Texte für alle Menschen leichter zu verstehen und hilft vor allem jenen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen Probleme mit der deutschen Sprache haben. Zum Beispiel Menschen, die die deutsche Sprache gerade erst lernen oder Menschen mit Lernschwächen. Nur wer Bescheide versteht, kann auch dementsprechend handeln. Und nur wer seine Rechte kennt, kann diese auch einfordern. Leichte Sprache ist also ein ganz wichtiges Instrument, um die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen zu ermöglichen und im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Hier einige Regeln der leichten Sprache. Leichte Sprache arbeitet mit kurzen Sätzen. Leichte Sprache arbeitet mit immer nur einer Aussage pro Satz, mit einfachen Satzkonstruktionen und ohne Genitiv. Mehr zu dem Thema finden Sie beim Netzwerk Leichte Sprache oder im Ratgeber des baden-württembergischen Sozialministeriums, den es zusammen mit dem Landesverband der Lebenshilfe herausgegeben hat. Hier finden Sie praktische Hinweise und Beispiele. Ein Aspekt, der in Diversity-Diskussionen, bewusst oder unbewusst, oft am heißesten diskutiert wird, dürfte Mainstreaming, also Gleichstellung in der Sprache, sein. Gleichstellung, das beginnt damit, Beleidigungen nicht zu akzeptieren, ebenso wenig falsche oder unpassende Bezeichnungen. Gendergerecht wird Sprache, indem zum Beispiel geschlechtsneutrale Formulierungen benutzt werden. Die Lehrenden, die Studierenden oder einfach statt Unterschrift des Antragstellers Unterschrift. Alternativ können auch Beidnennungen der Geschlechter zu mehr Mainstreaming in der Sprache führen. Oder Lösungen mit Sternchen, Bindestrich, Unterstrich oder Schrägstrich. Doch nicht nur auf die gesprochene Sprache sollte man achten, auch unsere Bildsprache kann Stereotypen bedienen, bestimmte Menschen diskriminieren, bewerten oder beleidigen. Sorgen Sie für Vielfalt, auch in den Bildern, mit denen Sie arbeiten. Etwa auf Ihrer Webseite oder in Flyern. Doch kann man wirklich etwas ändern, nur wenn man seine Sprache ändert? Ja, denn Sprache ist nicht nur etwas Abstraktes. Das, was ich sage, beeinflusst das, was ich tue. Und das ist bei weitem keine neue Erkenntnis der Diversity-Forschung. Schon Konfuzius soll gesagt haben, wer die öffentlichen Zustände ändern will, muss zuerst bei der Sprache anfangen. Im jüdischen Talmud heißt es, achte auf deine Worte, denn sie werden Taten. Und in der Bibel, im Evangelium nach Johannes, das Wort ward Fleisch. Selbst die bekannte Zauberformel Abracadabra kommt vermutlich aus dem Aramäischen und bedeutet hier, ich werde erschaffen, während ich spreche. Jedenfalls, Worte sind Taten und umgekehrt. Taten werden zu Worten. Unsere Sprache verändert sich ständig und wie sie sich verändert, das hängt von unserem Denken und Handeln ab. Zwar soll Sprache Dinge nicht komplizierter machen, aber für Gleichberechtigung sorgen. Eine Studie der TU München hat zum Beispiel herausgefunden, dass sich junge Frauen von Stellenanzeigen, die nur für die männliche Form formuliert waren, deutlich weniger angesprochen fühlen. Es gibt also viele Wege, gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Durch Mehrsprachigkeit, durch leichte Sprache, durch Mainstreaming in dem, was ich sage, indem ich Beleidigungen nicht akzeptiere, gendergerecht schreibe und Vielfalt in meine Bildsprache bringe. Das alles geht mit einem überaus starken Mittel, unserer Sprache.